Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Floating Islands, Größe 4x4, ohne Facecam, weil ich bin gerade aufgestanden, habe gemerkt, es ist 12 Uhr und das heißt, ich bin jetzt gerade ein bisschen hier, ist alles ein bisschen stressig, weil das Video soll ja um 14 Uhr kommen und ihr wisst ja, dass gestern schon keins kam, das wollte ich heute halt nicht wieder so, ja, dass heute nicht wieder kein Video kommt, so. Und genau deswegen, es ist jetzt 12.37 Uhr und genau deswegen mache ich jetzt das ohne Facecam, weil ich gerade erst geduscht habe, keine Haare gemacht habe, das Licht nicht allzu super ist und ich hatte jetzt keinen Bock da lange groß, mich noch irgendwo hinzusetzen und irgendwas zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach so. Gut, am Anfang bekämpfen die alle sowieso wieder den Bronze-Spawn, das heißt, wir gehen erstmal Blumen pflücken. Zack, Rosen, komm her. Dankeschön. Dann diese Löwenzahn-Scheiße hier. Dankeschön. Und diese Porzellan-Dinger. Azure Blue. Keine Ahnung. Dann Daisy und Oxy, hey Daisy. Und Poppy. Also ist ja gar keine Rose mehr, ne? Ist ja. Ne, ist das eine Tulpe? Ne, das war keine Tulpe, das war irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mit Blumennamen kenne ich mich auf Englisch nicht aus. Ich hoffe, das macht euch nichts. So, die werden hier angepflanzt. Und hier. Ja, und. Ne, dann habe ich eine bessere Idee. Dann machen wir hier die hin. Die da. Gut. So. Schön, dass wir so ein gutes Team haben. Boah, geht mir schon wieder auf den Sack, ey. Boah, geht mir schon wieder auf den Sack. Und einer hat auch direkt das Spiel verlassen. Alter, unser Team kriegt nichts gebacken. Ach, komm schon, Leute. Ach, kommt schon. Ich will eine schnelle Runde haben und dann habe ich so ein Scheiß-Team. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch... Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Runde, ey. Warum kann ich einer einfach mal vernünftig sich in die Mitte am Anfang bauen? Das kann doch echt nicht so schwer sein. Weißt du, ich wollte direkt rushen gehen, damit die Runde schnell wird. Aber mit so einem Team geht das doch einfach nicht. Das ist doch einfach nicht machbar, Leute. Zack. Zack. Ich habe auch noch 10 Blöcke, aber es macht einfach keine Anstalten, irgendwie hinterherzukommen. Es juckt einfach gar keinen. Oh, vielen Dank, ey, ihr kleinen Miststücke. Ohne Witz. Die machen nichts. Die machen nichts. Die machen einfach nur gar nichts. Unser Bett ist null zugebaut. Die waren 2 Stunden lang in der Base. Die haben nichts gemacht. Nichts. Boah, das ist doch so lächerlich. Ich könnte ausrasten, ey. Ich glaube, ich raste gerade schon aus, ich weiß es nicht. So ein Team geht mir echt richtig auf den Sack. Wenn die wenigstens sich in die Mitte bauen können und dann nichts mehr machen. Aber nein, die machen generell von Anfang an gar nichts. Die schlucken Bronze, kaufen sich Blöcke und machen nichts mehr. Scheiß Säcke, Alter. Ohne Witz, die gehen mir richtig auf den Sack. Alter, jetzt verpiss dich. Es gibt wenigstens einen, der die Bronze noch richtig benutzen kann. Nice, da ist wohl einer Schalke-Fan von Team Rot. Den darf ich natürlich nicht töten. Boah, geht mir das auf den Sack, Alter. Das ist so nervig, wenn die nichts machen. Die stehen 2 Jahre lang da schon in der Base und machen nichts. Ich werde die checken, noch nicht mehr, wenn ein Gegner zu denen kommt. Jetzt stirbt der. Ach, ohne Witz. Ja, ich muss die Runde eh alleine machen, wenn ich hier irgendwas will. Machen will. Machen kann. Machen will. Whatever. Whatever. So, jetzt habe ich genug Gold für den Bogen. Damit muss ich mir dann auch... damit muss ich dann noch wieder einen Abgang machen und mir einen Bogen kaufen, weil den brauche ich echt, wenn ich das alleine schaffen soll. Anders geht's leider nicht. Oh, du hast ja schon mal Lederkappe und Lederschuhe aufgesetzt. Das ist ja fortschrittlich nach 10 Minuten. Alter, das gibt's doch nicht, dass die unser Bett einfach nicht eingebaut kriegen. Das kann doch nicht so schwer sein, da 2 Blöcke hinzusetzen. Boah, Leute, ey. Boah, Leute. Boah. Teamspiel kennen die wahrscheinlich auch nicht.
So, hier kann man Sachen reintun in die Kiste, falls ihr die nicht braucht. Dankeschön. Diese Blockade hier für die Pfeile, die ist echt super. Genauso hoch macht man die, wenn man nicht von Pfeilen getroffen werden will. Absolut richtig. Ich versuche jetzt mal zu dem Team links von uns von unten hinzugehen. Zu dem Team hinzugehen. Jo, 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 jo. Bam! Bam, 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 bam. Keine Ahnung, bei mir leckt es gerade ein bisschen teilweise. Finde ich nicht allzu toll. Muss ich ehrlicherweise dazu gestehen. Einer von Team Grün hat das Spiel wenigstens auch verlassen. Oh ne, hier darf ich nicht runterspringen. Das wird kritisch. Das wird kritisch, vor allem weil es bei mir leckt. Okay, er hat kein Schwert. Dann habe ich ihn dann natürlich an die Wand genagelt. So ein schöner Ausdruck, oder? Oh, er hat aber ein Schwert. Ja, komm schon. Es ist so lächerlich, meine Freunde. Es ist so lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Das kann doch echt nicht deren Ernst sein. Alter. Wie schlecht seid ihr? Boah, ohne Witz. Das geht mir richtig auf den Sack. Zwei Leute in der Base von uns und die kriegen es nicht gebacken, einen Typen von Team Rot abzuhalten. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Boah, ich hoffe, man hört meinen Bruder im Hintergrund nicht. Der telefoniert gerade mit meinem Vater. Zu einem anderen Raum, aber der schreit wie sonst was. Hey. Gehen wir jetzt nicht auf den Sack hier. What the fuck, Alter, bei mir leckt es teilweise so. Er schwebt bei mir einfach in der Luft. Wie muss ich denn... Wo ist denn die... Ich kann ihn nicht treffen. Ich habe keine Hitbox bei ihm. Jetzt hatte ich eine. Dann werde ich mich einfach mal hochbauen und von oben da dran gehen. Das andere bleibt mir ja nicht übrig. Da kommt jetzt auch noch ein Grüner zur Hilfe. Das ist nett. Das ist nett, weil ich gehe nicht so offensiv dran. Sehr schön. Einer. Überraschung, Schalker. Immerhin habe ich dich getötet und nicht irgendein anderer. So, Team Rot baut sich da oben lang gerade zu Team. Keine Ahnung, aber es ist mir zu gefährlich, einfach da runter zu springen und das Wasser zu treffen. Das will ich lieber nicht wagen. Ich bin alleine, immerhin. Immerhin. Boah. War das ein Team, ey. Ich muss die Runde hier leider auch nehmen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Weil sonst schaffe ich es erst recht nicht mehr. So, ab zu Team Gelb. Da ist ein Grüner. Lass mich durch, lass mich durch. Wir machen Peace, Bro. Peace, Bro. Dann halt nicht. Ach, das ist Team Grün, lol. Ich dachte, das wäre Team Gelb. Zack. 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 Okay, nice. Nice, nice, nice. Und jetzt wird gebosspammt. Okay, den hole ich mir jetzt noch so. Ich hatte halt nur Respekt von dem einen Grünen, der in der Mitte war. Das war, meine ich, ein Grüner. Aber so sollte alles funktionieren. Hätte ich noch einen Gold, dann könnte ich mir ein Eisenschwert machen. Aber beste Chestplate und so habe ich ja, ne? Level 3, Level 2, gut. Team Grün wurde vernichtet, auch sehr stark. Okay, jetzt ab hoch zu Team Gelb. Ich hoffe, euch gefällt die Runde trotzdem noch, obwohl wir hier solche Missits im Team hatten. Zack. Zack. Oh, er hat... Oh, das wird... Och Gott. Och Gott, wird das schwer, Alter. Das ist nicht machbar, das sage ich euch. Beide Eisenschuhe, Alter, die sind so krass equipped. Die haben so einen krassen Equip-Vorteil gegenüber mir. Das ist nicht machbar. Da lege ich mich fest. Boah, das ist ja Wahnsinn. Spawnt in der Base Gold, ich weiß es nicht. Ich brauche unbedingt jetzt ein Eisenschwert und den besten Bow.
Ich muss die Mitte campen hier. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss die Runde länger ziehen, sonst verliere ich sie locker. Also wenn ich das hier noch schaffen will, dann brauche ich Eisenschwert und besten Bogen. Anders nicht. Ich weiß, dass einer auch noch da hinten ist. Vor dem habe ich auch mega Panik. Ja, ich meine, was willst du machen? Ich könnte mich theoretisch auch weit wegbauen und dann irgendwie austricksen. Ah, ich weiß nicht, soll ich das machen? Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause. Eigentlich brauche ich nur eine Fuhre. Eine Fuhre brauche ich noch, Leute. Eine Fuhre brauche ich noch. Fürs Eisenschwert auch noch. Boah, Junge, ich hab's. Das ist so spannend. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach. Oh, da rennt einer oben zurück. Moment. Ich denke, ich werde das mit dem Wegbauen machen. Anders kriege ich die einfach nicht. Dann ziehe ich die Runde halt jetzt nochmal ins Lange. Aber wenn wir die dafür halt gewinnen, dann macht mir das gar nichts. So. Pass auf, ich hoffe, der schießt mich jetzt nicht ab, weil das wäre ein richtiger Sack. Dankeschön. So, erst wird jetzt der beste Bogen und das Eisenschwert natürlich geholt. Das ist wichtig, falls sie jetzt angelaufen kommen. Dann ist zuerst das Eisenschwert wichtig. Obwohl der beste Bogen wäre auch eine gute Investition. Nein. So. Alles klar. Okay. Ach, einer von Team Rot hat auch noch gelebt. Schade. Shit. Mist. Mit dem hätte ich mich verbrüdern können, ey. Okay, ich werde jetzt die Variante mit dem Wegbauen durchziehen. I have no other choice to do this. Dann noch eine Eisenspitzhacke ganz schnell. Damit ich gleich schneller durch deren Blöcke durchkomme. Schade auch, dass das Team hier so einen guten Weg gebaut hat, ey. Zack. Und die werden jetzt halt direkt nach mir suchen. Ich brauche halt einfach nur ganz kurz ein bisschen Abstand auf die. Damit, weil gleich, wenn die dann alle hier ankommen, dann mache ich einen auf Sneaky und porte mich zurück zu meiner Base. Und werde dann ganz schnell zu denen rennen und versuchen, deren Bett zu kriegen, bevor sie mich kriegen. Und dann werde ich halt versuchen, sie alle wegzufisten. Das ist der Plan. Der Plan wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie wahrscheinlich nicht alle drei auf einmal kommen werden. Ich werde versuchen, dann so lange wie möglich die Shittle zu halten. Und ja, so sieht's aus. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich tatsächlich weg. Auf weite Fahrt. So, wir haben jetzt ein bisschen Abstand, weil die jetzt nicht direkt da durchkommen werden. Ich habe das Warpowder vergessen. Oh mein Gott, das war so knapp, Alter. Huiuiuiuiuiuiui. Das wäre es gewesen, ey, wenn ich dann da hinten stände und kein Warpowder hätte. Dann wäre der ganze Plan umsonst. Zack, zack. Jetzt hole ich noch so Traps, die ich dann platzieren kann, damit ich weiß, wo die gerade sind. Eine platziere ich hier. Dann platziere ich eine hier. Und eine platziere ich hier. Einfach damit die immer wieder dunkel werden und noch mehr Zeit brauchen. So, jetzt weiß ich sicher, wann einer kommt. Es sei denn, er springt zweimal, dreimal über eine Trap drüber. Also, alles chillimilli. Leute, ich schaffe das. Nein, ich werde das nicht schaffen. Ich muss halt versuchen, jetzt mich so weit wie möglich wegzubauen, damit die dann so viel wie möglich Weg zurückgehen müssen, wenn ich mich zurückgeportet habe. Und ich so viel Zeit, wie es geht, habe, zu ihnen zu rennen. Ich muss mir dafür auch noch ein paar Blöcke aufbewahren, das ist wichtig, weil sonst hänge ich auf einmal irgendwo fest und komme nicht mehr weiter. Also auf jeden Fall wird diese Folge nicht um 14 Uhr online sein, das kann ich euch sagen. Aber es ist, denke ich, es wird eine geile Folge. Also ich werde sie auf jeden Fall nehmen und dann hochladen, so schnell es geht. Weil, ja, ich denke, die wird noch, also sie ist schon geil und ich hoffe, sie wird noch geiler. Das wäre ein absolutes Highlight. Irgendwie kommen die gar nicht. Die
gönnen sich anscheinend viel Zeit. Dann werde ich mir jetzt gleich eine Verteidigungsplattform aufbauen. Also, ich werde mich jetzt nach oben bauen, damit die auch noch sich nach oben bauen müssen und ich noch mehr Zeit gewinne. Sollte mir hier gleich... Also ich muss aufpassen, dass sie mich jetzt hier gleich nicht runterschießen können. Das ist wichtig. Also falls ihr jetzt denkt, ich ziehe diese Taktik durch, die die meisten durchziehen, einfach oben campen, werde ich nicht tun. Ich werde halt so lange oben campen, bis sie ankommen, aber dann ziehe ich meine Taktik durch. Und diese Taktik ist stark. Sie hat bisher noch nie nicht funktioniert, glaube ich. Aber ich habe noch nie die Taktik 1 gegen 3 gemacht. Ich hatte immer irgendwie 3 gegen 5 oder so. Oder eher 3 gegen 3. Aber noch nie... Ja, noch nie sowas. Aber diese Taktik ist ganz gut, wenn man bekämpft wird. Also mal gucken, was daraus wird. So. Also wenn... wenn die Base von den Typen, die noch das Bett haben, bekämpft wird. So war das gemeint. So, ich baue mich absichtlich nicht weiter hier hin, weil ich gleich das Ende der Map erreicht habe. Und dann buggt man leider. Und dann wäre ich tot. Und deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Ich werde jetzt hier eine schöne Plattform oben aufbauen. So dass wenn die hoch wollen, ja, die mich nicht so leicht runterkriegen. Und sobald die dann sich irgendwo in der Nähe hochgebaut haben oder anfangen sich hochzubauen, werde ich einen Abgang in meine Base machen. Ich hoffe dann natürlich, sie haben kein Warpowder. Das würde den Plan kaputt machen. Aber man hat eigentlich nicht immer Warpowder dabei. Hoffe ich, dass die das nicht immer dabei haben. So, okay. Jetzt heißt es abwarten, Leute. Und das ist das, was am wenigsten Spaß macht. Oh Gott. Die sind noch nicht mal in der Base da hinten. Verstehe ich das richtig? Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, da hinten hinzugehen. Das macht mich traurig, das macht mich traurig. So. Jo, was jetzt? Ich weiß es nicht, Leute. Da ist einer, da ist der Erste. Der hat meine Trap... Ach, der baut die... Ah, guck mal, da kommen sie. Ja, du triffst mich hier oben eh nicht. Die haben die ganze Zeit die Traps abgebaut. Das war klug. Das war genius. Aber ich sehe euch trotzdem, Leute. So, jetzt werde ich versuchen, die da unten zu catchen. Zack. Nice, einer weg. Ja, gut, der ist down. Einfach um den Equip-Vorteil ein bisschen runterzusetzen. Und die dann gleich leichter zu kriegen. Ich warte einfach so lange, bis er sich da wieder zeigt. Das ist jetzt eine richtig Pussy-Taktik, aber ja, mir bleibt halt nichts anderes übrig. Ich hatte von Anfang an das Scheiß-Team. Ich muss halt irgendwas dran ändern. Glück gehabt, mein Lieber. Warte kurz, mein Bogen ist gespannt und ich habe genau die richtige, er hat den Pfeil einfach noch abbekommen. Wie bitter war das denn? Der war in dem Block und hat einfach so viel Rückstoß gemacht, dass er trotzdem draufgegangen ist. Jo, zwei mit dickem Equip sind weg, jetzt nur noch einer. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Ich glaube, ich powder mich zurück. Jetzt oder nie, Leute. Ich habe keinen Bock auf diese Pussy-Taktik. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich möchte die jetzt ficken. Ich meine, was bleibt mir anders übrig? Sonst equipen die sich wieder und dann muss ich wieder genau das gleiche machen. Habe ich echt keinen Bock drauf. So, da ist ein Unequipter tatsächlich, der sich gerade ganz viel Gold abholt, womit ich natürlich nicht einverstanden bin. Zack, ich werde jetzt hier hochrennen. So ist der Plan zumindest. Werd hier lang rennen, hier drauf, hier runter, hier hin. Oh mein Gott, was haben die gemacht? Ja super, wie soll ich das denn machen? Der Alter, der hat eine Kistenburg gebaut. Ja, das geht doch nicht.
Wie soll ich da denn durchkommen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Stell mir vor, der. Also ich weiß, dass einer auch noch hinten ist. Den muss ich erstmal außer Acht lassen. Ich hoffe, der equippt sich nicht zu gut. Shit, er ist gut equipped, er ist gut equipped, er ist gut equipped, aber ich habe ihn in der Combo. Oh mein Gott, das war knapp, das war knapp. Aber ich hatte ihn in der Combo. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Wie soll ich da denn durchkommen? Der eine steht da oben wie so ein König auf seiner Burg. Und ich weiß halt nicht, wie viel Gold die noch in der Base haben. Das ist ja mal absolut schul. Wieso baut man denn das Bett so ein? Das ist ja richtig gemein. Die gönnen mir gar nichts, Leute. Die gönnen mir gar nichts. Ja, aber das war eine gute Entscheidung. Die waren ja schon direkt wieder voll equipped. Und, war es eine gute Entscheidung? Ich weiß es nicht. Jetzt sind die alle drei wieder da drin, ne? So kriege ich die eigentlich nie. Einer kommt von da oben. Den habe ich aber gesehen. Das geht natürlich nicht klar. Alter, der trifft auch einfach instant, ey. Respekt an ihn. Also Respekt an den, der das Bett einfach so eingebaut hat. Da muss einem echt langweilig sein. Und das sollte man schon würdigen. Oh. So. Habe ich dich einmal gecatcht. Jetzt baust du da oben wieder weiter. Alter, mit drei, also gegen drei ist das so sauschwer. Es ist einfach nur sauschwer, Leute. Ich muss mich zurückziehen und mir besseres Equip holen. Sonst wird das nichts. Ich kann gleich immer noch genauso wieder vorrücken. Das ist nicht das Problem gewesen. Hoffe ich mal. Erstmal muss ich hier wieder hochkommen. Ich komme nicht mehr hoch. Weil ich zu inkompetent war. Ich war einfach zu inkompetent, da hochzugehen. Oh mein Gott, Freunde, das war dumm. Okay, vielleicht bietet der Weg, den der mir da oben gebaut, also den der eigentlich sich da oben gebaut hat, vielleicht bietet mir der hinterher einen Vorteil. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir aber sicherlich bald herausfinden, weil ich muss einfach jeden Vorteil nutzen, der mir hier gegeben wird, wegen diese Ficker. Na du, Mizet. Oh mein Gott, oh mein, ach, ich kann theoretisch... Oh Mann, oh Mann. Stimmt. Aber nee, ich will da nicht runterspringen, ey. Das ist einfach so gemein, dass die einfach nur noch ein Bett haben. Weißt du, wenn die wenigstens kein Bett hätten, dann würde ich das mit denen locker aufnehmen. Aber so, boah, das wird echt tricky. Das wird echt tricky. Und aus der schnellen Runde wird leider auch nichts. Also wurde schon lange nichts mehr. Das wird so unglaublich schwer, meine Damen und Herren. Ich weiß halt auch nicht, ob die sich irgendwie über Teamspeak oder so unterhalten. Und, das Ganze dann noch schwerer wird, obwohl das ohnehin schon krass ist, einer gegen drei. Ich muss halt meinen Goldvorteil jetzt hier ausnutzen. Aber wenn ich diesen einen Vollequipten da von Team Gelb kriegen würde, ey, das wäre so ein Traum. Ich glaube, dann würde ich direkt dahin rushen und alles auf dem Weg zerficken. So, was soll ich jetzt machen? Nach der Fuhre nach Hause gehen oder? Doch nicht. Ich könnte halt nochmal die Taktik mit dem Warporter probieren, aber die kennen die ja mittlerweile. Die wissen ja, dass ich Warporter dabei hatte und die wissen, dass ich das gleich wahrscheinlich auch nochmal machen würde. Ich brauche eine fucking Enderperle und Stärketrank. Ich glaube, das ist die beste Lösung, wie ich dieses Match jetzt auch an mich reißen kann. Und ich brauche alles, was man sich sonst noch von Gold kaufen kann, was einen Vorteil bringt. Goldäpfel und so ein Shit alles. Okay, ich ziehe mich jetzt aus der Mitte zurück. Ist das eine gute Idee? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Sonst ficken die ganze Zeit. Ich muss einfach zu der Base von Team Rot. Ich muss dahin. Dann habe ich immer zwei Möglichkeiten, zu denen zu kommen. Von der Enderperle her ist das sogar noch besser, glaube ich. Für die Enderperle. So, die Fuhre Gold hier nehme ich noch mit.
damit die einfach eine weniger haben. Und außerdem kann ich eh jedes Gold gebrauchen. Scheiße. Ich hätte oben hoch lang müssen. Gut, dass ich diesen einen Block nicht mehr verbaut habe. Starke Leistung. Shit, oben lang ist das so eine Sache. Jetzt oder nie. Okay, ich hab's geschafft. I did it. Ja. Spawnt kein Gold in der Base, gut zu wissen. So, besten Bogen habe ich schon lange. Ich habe aber 50 Gold, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann hole ich mir 1, 2 Enderperls, dann Stärketrank. Und was gibt es noch so für Gold? Goldäpfel. Unter der Nahrung hole ich mir 2. Und Rettungsplattform. Boah, eine Gravitätsgranate. Junge, ich habe ein neues Ziel. Die Die Gravitätsgranate muss da drauf, Alter. Aber eigentlich habe ich dafür keine Zeit mehr. Shit, Mann, hätte ich mal nachgedacht. Ich hätte doch niemals 2 Enderperlen gebraucht. Dann hätte ich mir so eine scheiß Gravitätsgranate holen können. Mit der wäre das einfach so viel klüger gewesen. Egal, ich begebe mich da jetzt einfach hoch. Und dann gucke ich mal, ob ich die finden kann. Boah, shit, ey. Die Gravitätsgranate hätte das so viel einfacher gemacht. Ich hätte die einfach da drauf geworfen, die wäre explodiert. Und die Hälfte wäre einfach weg. Wahrscheinlich wäre ich direkt ans Bett dran gekommen, ey, wenn ich Glück gehabt hätte. Ja, egal. Ja, er schreibt auch stark. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, ich spiele echt nicht schlecht. Für einen alleine. Ich beschäftige ihn zumindest ziemlich gut, glaube ich. Ich glaube, er hat mich schon gesichtet da unten. Aber vielleicht kann ich die ja jetzt trotzdem besiegen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, er hat mich schon empfangen. Freundlich von ihm. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt da runter zu gehen. Guten Tagchen. Er hat eine Kiste geöffnet. Oh, das war bitter. Das war bitter, Leute, das war bitter. Komm ich an das Bett? Da ist es. Da ist die Kiste. Boah, ich spiele echt stark. Meine beste Bad Wars-Runde seit langem. Oh, Alter, mein Herz pocht so dermaßen. Ich will mich hier nicht auf Blöcke switchen. Muss die ganze Zeit bereit sein, um zu kämpfen. So. Jetzt geht's weiter. Alter. Ich dachte schon, hier wäre ein verkacktes Loch drin. Huiuiuiui. Okay, einer weg. Ich habe auch Rettungsplattform-Tor, nicht vergessen. Boah, Junge. Weiter geht's. Ich kann gerade nicht drauf achten, ob da irgendjemand ist. Ich muss meinen Stärke-Boost ausnutzen. Ich brauche Blöcke. Okay, weiter. Goldapfel. Okay, so gut war das Bett tatsächlich nicht zugebaut. Das sah einfach nur imposant aus. Wo sind die? Die Sweeten. Ja, ist kein Problem. Ich kann mir nochmal einen neuen Stärketrank kaufen. Aber trotzdem würde ich die gerne einfach kriegen. Ich bewege mich jetzt mal zu unserer Base wieder. Okay, hier scheinen die aber nicht zu sein, weil das Eisen war noch voll. Das heißt, ich gehe mal. Wie lange habe ich noch die Stärke? Noch eine Minute. Ja, ich muss mir eine neue holen, aber macht ja nichts. Die werden natürlich auch wieder voll equipped sein, das weiß ich, aber ich habe noch eine Enderperle, die ich werfen kann. Vielleicht war es doch ganz praktisch, die Enderperle, anstatt die Gravitationsbombe zu holen. Ich frage mich nur gerade, wo die sind. Ich schätze. Ich tippe ja auf Base Rot.
ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob die zusammen sind oder ob die getrennt sind. Da ist einer. Den Namen habe ich gesehen. Und da sind beide. Oh shit. Und einer ist weg. Nice. Und den anderen hole ich mir. Ich habe noch ein extra Herz. Na, du Nudel. Komm her, Alter. Er baut sich einfach in den... Oh, danke. Oh, fuck. GG, Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mein freaking... Oh. Boah, Leute. Was eine Runde. Was eine krasse Runde war das denn? Ich bin einfach nur kaputt. Ich bin einfach nur tot, ey. Leute, für diese Runde könnt ihr den Like-Button bitte vergewaltigen, auch wenn sie später als 2 Uhr kommt. Das war einfach nur Hammer. Leider keine Facecam, aber egal, trotzdem eine mega nice Runde. Abonniert, um nichts zu verpassen und schreibt mal bitte, wie scheiße mein Team war. Haut da rein und Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao.